Desinformation kann Leben kosten, aber gemeinsam können wir Fake News bekämpfen. Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden. Vertrauen Sie der Weltgesundheitsorganisation. Vertrauen Sie dem gesunden Menschenverstand und journalistischer Sorgfalt in den Qualitätsmedien. Der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer hat bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren nach Unternehmensangaben in einer Zulassungsstudie eine Wirksamkeit von 100% gezeigt. Aus meiner Sicht gibt es eine solidarische Pflicht, sich impfen zu lassen. Es werden 2030 alle ihrer gerechten Strafe zugeführt werden, die hier missbräuchlichst ihre Macht benutzt haben.